Ja, ich habe mich dann nach Abschluss des Studiums dafür entschieden, obwohl ich in der Erwachsenenbildung tätig war, weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten. Und mir ist die Hannah Arendt, eigentlich eine politische Theoretikerin, in den Fokus gekommen. Und es hat mich einfach interessiert, diese jüdische Denkerin als Theologin zu rezipieren, vor allem für die theologische Ethik zu rezipieren. Das war Anfang der 90er Jahre. Und ich hatte vor kurzem im Rahmen eines Kongresses die Rückmeldung von einem Teilnehmer des Kongresses, der etwas jünger gewesen ist als ich, der mir gesagt hat, ja, er hat in den letzten 5 Jahren, auch unter Einbeziehung meiner Arbeit, das hat mich gefreut, aber er hat in den letzten 5 Jahren auch zu Hannah Arendt gearbeitet. Und er stellt fest, dass diese Autorin in einigen Bereichen der Theologie stärker rezipiert wird. Das war in den 90er Jahren noch ganz am Anfang und ich habe versucht, die Hannah Arendt für die theologische Ethik fruchtbar zu machen. Ich bin in die Erwachsenenbildung gegangen als junge Theologin, das war eine große Herausforderung, aber dann sehr bald festgestellt, dass ich wissenschaftlich weiterarbeiten möchte, dass ich hungrig bin, dass ich mehr wissen möchte, dass ich noch in die Tiefe gehen möchte, dass ich den Eindruck hatte, ich stehe eigentlich erst am Anfang der Auseinandersetzung. Und das war auch der Grund, warum ich den Kontakt zu anderen Theologen und Theologinnen im Ausland gesucht habe. Ich habe dann mit Johann Baptist Metz eine Begegnung in Tilburg gehabt. Der war dann sicher sehr maßgeblich dafür, dass ich meine Dissertation im Bereich von Hannah Arendt, der Rezeption von Hannah Arendt, geschrieben habe. Johann Baptist Metz ist einer der wichtigsten nachkonziliaren Theologen im deutschsprachigen Raum, hat auch die lateinamerikanische Theologie sehr stark beeinflusst und steht für die Richtung der politischen Theologie. Das heißt, er fragt immer auch danach, welche politischen Implikationen hat die konkrete theologische Rede von Gott. Als fachliche Schwerpunkte und Gerechtigkeitsethik, was darf ich da darunter verstehen? Also Gerechtigkeit ist einmal der große Schlüsselbegriff in der Ethik insgesamt. Es geht um die Frage, wie kann das Zusammenleben der Menschen gerecht organisiert, gerecht gestaltet werden. Und wenn Sie nur an die Fragen der Kinder denken, dann ist es von Anfang an eigentlich ein großes Thema, ist etwas fair oder nicht fair, gerecht oder ungerecht. Die Care-Ethik ist ein Bereich in der Ethik, der in den letzten 20, 30 Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Care hängt mit dem, ist die englische Übersetzung des Begriffs Sorge, Fürsorge, je nachdem, und umfasst den ganzen Bereich der Fürsorgetätigkeit, der Fürsorgehaltungen, die Menschen im Umgang miteinander an den Tag legen. Und wenn man das Ganze sozialethisch betrachtet, so haben wir natürlich gerade im Bereich der Care-Arbeit, der Fürsorgearbeit, der Betreuungsarbeit, der Pflegearbeit, der Putzarbeit, der Unterstützungsarbeit in unserer Gesellschaft ein gewisses Problem, dass das Arbeiten sind, die häufig gering geschätzt werden, als gratis angesehen werden oder relativ billig entlohnt werden. Und unsere Gesellschaften laufen ein bisschen auf eine Lücke im Bereich der Care-Ethik zu. Das zeigt sich dann unter anderem darin, dass die Care-Arbeit auch ein Motor für Globalisierungsprozesse ist. Sie werden das selber alle kennen, wie viele zum Beispiel Putztätigkeiten von Migranten und Migrantinnen aus anderen Ländern durchgeführt werden. Hier sieht man, dass das geringe Ansehen, die geringe Bezahlung der Care-Arbeit bei uns dazu führt, dass Migration angeheizt wird und Personen aus anderen ärmeren Regionen der Welt hier für sie persönlich immer noch bessere Arbeitsbedingungen sehen. Und daran sieht man schon ein bisschen Care unter dem Vorzeichen der Globalisierung. Das ist ein wichtiges sozialethisches Thema. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie kann die Care-Arbeit gerecht verteilt, gerecht entlohnt werden zum Beispiel? Früher haben das immer die Frauen gemacht und dass es Probleme in diesem Bereich gibt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Frauen nicht mehr selbstverständlich diese Tätigkeiten übernehmen. Ich danke für dieses sehr interessante Gespräch.